Studiogäste nur noch schnell voraus. Tourist Trophy, das Rennen, wird uns ein Karussell lang beschäftigen am 30. Juni. Ja, und jetzt ist er da, der Udo Lindenberg. Hallo. Probier es jetzt wirklich auf Schweizerdeutsch. Keine Ahnung, ob das klappt. Ich finde das ein bisschen schwierig mit dem Schweizerdeutsch. Ich kann es ein bisschen verstehen, aber nicht so gut sprechen. Es war schon wieder total im Hochdeutsch drin, aber so ein bisschen Anklang jetzt auf Schweizerdeutsch. Ganz kurz, was führt dich in die Schweiz? Ich wollte ein bisschen rudern, aber die Paddel waren nicht da gestern am Zürichsee. Ich wollte ein bisschen gucken, der Song, den ich singe, wir singen zwei Songs, Straßenfieber, hat auch mit Zürich, mit den Unruhen hier zu tun. Mhm. Und deswegen will ich das gerne immer zum Vortrag bringen. Mhm. Und da haben wir auch was aufgebaut, was ein bisschen die Stimmung so vielleicht unterstreichen soll. Und der Titel heißt Straßenfieber, den wir jetzt hören. Genau. Sofort. Das ist eine Story, die hier läuft, aber natürlich auch in der Bundesrepublik, dass die Gewalt eskaliert und die Politiker reden und reden, es passiert nichts. Mhm. Das Lied auf die Unruhen hin geschrieben oder war das schon vorher da? Ne, das hat also damit zu tun, so wie ich das meistens mache mit Texten, also aktuelle Anlässe. Mhm. Gehe ich dahin, wo es passiert und check das durch und dann schreibe ich Texte darüber und Diskussionen. Und, war denn Zürich auch da? Ja, im Zürich Programm? war da also sehr, sehr ausschlaggebend. Hier ging es ja los und ich meine, Jugendliche sind losgezogen oder auch Ältere oder so, um sich für ihre Interessen einzusetzen. Und ich finde es auch sehr richtig. Mhm. Und Politiker reagieren mit Gewalt und das ist kein Mittel, weil Gewalt eskaliert und dann geht es irgendwann nicht weiter. Und der Udo wehrt sich gewaltlos mit Liedern. Zum Beispiel mit diesem Straßenfieber, was genau. Wir jetzt hören. Okay. Augenblick.
gesprengt. Das doch irgendwie anders machen, dass die schwarzen Polizisten mal wieder auf Äpfel schießen oder mit den Gummiknüppeln Löcher in den Käse reinbohren, anstatt um auf harmlose Jugendliche einzuknüppeln, die sich einsetzen für Sachen, die vollberechtigt sind. Wir bringen jetzt noch einen Song, und zwar gegen die Strömung. Yeah.